Ja, so lang. Also so langsam merkt man, dass die Reifen echt nachlassen. Und gleich mal in die Box fahren. Aber noch nicht in der Runde. Das geht ja noch. Könnte schlimmer sein. Also wer ist da vor mir? Keine Ahnung, wer da vor mir ist. Ich denke mal ein Überrundungskandidat. Ja, Verstappen. Ja, ich komme noch nicht diese Runde rein. Geht nur eine Runde hin. Was die Benzinlast angeht, haben wir an diesem Punkt noch etwa 60% des Startbenzins übrig. Also ich setze mich der Box und fahre einfach weiter. Ich bin jetzt auf Platz 1 auch. Gut gemacht, damit legst du auf P1. Ich kann auch schnell fahren. Deswegen. Solange ich schnell fahren kann, bleibe ich noch draußen. Einzige Problem ist jetzt der Verkehr, den habe ich jetzt nicht ganz bedacht dabei, die mich jetzt aufhalten könnten. Ich hoffe, die lassen mich jetzt vorbei. Aber jetzt komme ich auch rein. Boxenstopp. Losfahren, losfahren.
Vettel auch reingefahren gerade, hat man gesehen. Oder Daikön, weiß ich jetzt gerade nicht. Ne, Vettel muss das sein. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Wieder vorsichtig einfahren, die Reifen, die sind noch kalt. So, jetzt sind wir halt auf Platz 2, so wie vorher auch. Rosberg wieder auf 1, Vettel auf 3. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. 5 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 18 Runden. Boah, das war ganz knapp jetzt. Ist ja im echten Montreal-Rennen, in der echten Formel 1. Auch so, die fahren da ganz knapp an der Bande vorbei. Oder lang, besser gesagt. Da sind auch schon einige richtig reingeknallt. Wäre mir jetzt fast auch passiert. Ja, jetzt wieder verstoppen vor mir. Schön um die Kurve geslidet. Etwa 50% des Startbenzins übrig. Noch 50%. Können wir vielleicht nachher nochmal das Gemisch erhöhen? Rosberg führt. Kurzzeitig zumindest. Wobei es eigentlich gar nicht so notwendig ist im Moment. Ich bin jetzt auf Platz 2 mit ja, Abstand hinter Rosberg und mit Vorsprung vor Vettel. Also
Es ist gar nicht so notwendig. Aber trotzdem mache ich es mal. Gleich. Jetzt. Also nochmal auf Fett. Für ein, zwei Runden. Natürlich echt aufpassen jetzt. Fahr aber hinter mir. Kommt ein bisschen näher langsam. Fahr da vor mir. Na, kann ich nicht viel machen. Fehlt halt einfach die Speed hier. Aber immerhin kann ich Vettel noch hinter mir halten. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Und Vettel kommt immer näher jetzt. Ärgerlich. Werde ich also nicht lange hinter mir halten können, glaube ich. Ja, auch Ferrari ist natürlich schneller als Red Bull dieses Jahr. Dazu kommt noch, dass die Reifen jetzt auch wieder langsam nachlassen werden. Und da ist er schon vorbeigegangen jetzt. Ja, hier musste ich nebenher fahren. Wird natürlich nicht sofort aufgeben hier. Und Hamilton als Elfter kommt auch immer näher. Also wenn Hamilton mich gleich überholt, verliere ich keinen Platz. Aber... er ist jetzt nicht mehr eine Runde im Rückstand. Boah. Berührung mit Vettel. Und Berührung mit Hamilton. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Okay, das mit Hamilton ging auf meine Kappe. Ja, Vettel wollte unbedingt vorbei. Deswegen, also... normalerweise sollte man auch vorbeilassen, das hat keinen Sinn. Ja, die KI macht einen sowieso das Leben zur Hölle dann und die überholen einen eh. Also
Das war eigentlich dumm von mir, denn ich habe da jetzt wieder eine Kollision verursacht. Hatte Glück, dass mein Sonnenflügel noch okay ist. Hier sieht man, wie schnell Hamilton ist.